Wir sind wirklich weit gelaufen. Ich bin völlig erschöpft. Lass uns eine Pause einlegen. Die Aussicht ist phänomenal. Oh, schau mal, Mike, da drüben. Siehst du, wie klein der Feuerwerkfoyer aussieht? Wir haben wirklich einen weiten Weg hinter uns. Du, Mike, es war doch wirklich wahnsinnig anstrengend, den Feuerwerk zu überstehen. Ich glaube nicht, dass viele Pokémon das schaffen können. Wir mussten schließlich all unsere Kräfte zusammennehmen, um so weit zu kommen. Weißt du, was ich denke? Wir sind so weit gekommen. Vielleicht verfolgen uns die anderen gar nicht mehr. Du hast recht, uns erwischt keiner. Haha. Ich wusste es. Du stimmst mir also zu. Ja, das kann doch niemand schaffen. Gut, dann können wir uns ja vom Leben auf der Flucht verabschieden. Wir müssen nicht mehr wegrennen und uns verstecken. Machen wir uns nichts vor, Mike. Wir dürfen die anderen keinesfalls unterschätzen. Sie sind das Team. Es wird uns überall hinverfolgen. Stimmt, sind sie das Team, können sie schaffen. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitergehen. Wir sollten einen Ort finden, wohin uns niemand sonst folgen kann. Lass uns positiv denken und weitergehen. Okay. Wie? Was ist los? Kommst du nicht mit, Mike? Natürlich doch, aber... Bitte? Ob ich müde bin? Wir werden verfolgt, da können wir uns keine Pause gönnen. Und ich habe es dir doch schon gesagt, dass ich an deiner Stelle bleiben werde. Ja schon, aber... Ach, ich weiß nicht. Oh komm schon, mach nicht so ein langes Gesicht, mir geht es gut. Gehen wir, Mike, ich folge dir, wohin du auch gehst. Also mir geht's nicht gut nach den 1000 Fails gerade. Und so setzte das Team von Mike die aufreibende und gefährliche und musikalische Reise fort. Die Suche nach einem sicheren Versteck führte sie an immer unwirtlichere Orte. So gelangten sie stetig weiter Richtung Norden. Sie überquerten Bergkette über Bergkette. Durchwateten übel riechende Sümpfe und erklommen verreiste Klippen, bis das tapfere Team von Mike schließlich eine Welt aus Schnee erreichte. Eine harsche, kalte Landschaft im festen Griff des unerbittlichen Eises. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ist das kalt hier? Bei der Kälte wachsen mir glatt noch Eiszapfen aus der Nase. Was für eine trostlose Gegend. Sieht zwar cool aus, aber überall liegt nur Schnee. Wir haben auch schon eine ganze Weile keine Pokémon mehr gesehen. Vielleicht gibt es hier niemanden außer uns. Hm? Huch, was war das? Ein Absol. Was macht denn hier ein Absol? Wer ist das? Pikachu, ich hab's doch gerade gesagt, es ist ein Absol. Aber warum beobachtet uns es? Wer war das gerade? Das sah aus wie ein Pokémon. Habe ich mir das etwa eingebildet? Nein. Ich bin mir sicher, da war jemand. Wen um alles in der Welt zieht es nur in so eine verlassene Gegend? Außer Eis-Pokémon. Naja, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, bringt uns auch nicht weiter. Also gut, lass uns weitergehen. Ja, magst recht haben. Oh! Mike, schau mal da! Siehst du das? Die Bäume sind von einer dicken Eisschicht überzogen. Oh, sieht so schön aus. Wow, der Schnee sieht aus wie gefrorener Puder. Wunderschön. Aber das Leben hier muss eine Qual sein. Da ist ein neuer Dungeon hier. Gut, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen wohl oder übel hier durch. Es wird bitterkalt sein. Wenn ich nicht müsste, würde ich nicht hier durchlaufen. Aber sich hier zu verstecken, ist ja schließlich auch keine Lösung. Wir müssen nach vorne blicken. Los, packen wir es an, Mike. Da hast du recht, mein Freund. Und da können wir nicht lang. Was haben wir denn noch überhaupt für Items hier? Fast nichts.
Aber die Dinger hier. Aber eigentlich brauchen wir nichts. Ich nehme trotzdem mal die Pürsefbeere mit. Und ansonsten eigentlich nichts. Obwohl, warte, Schal. Wir könnten einen Schal mitnehmen. Ich würde sagen, wir nehmen mal beide von den Kräftbandanas mit und geben sie dann uns beiden im Dungeon. Bist du soweit, Mike? Ja. Wohin gehen wir? Frostwald ist der richtige Dungeon, deshalb gehen wir erstmal zum Schneefaden und schauen uns das an. In Ordnung, das geht's. Oh, ein Visenior. Let's go, wir kriegen das hin. Leider ist es wieder. Also Feuer ist ja effektiv gegen Pflanze. Leider ist es Eis auch. Deshalb ist Bisasam einer der nicht sehr empfehlenswerteren Starter, könnte man sagen. Doch ich bin mir sicher, dass wir es trotzdem schaffen können. Oh, oh yeah, das werden wir schon irgendwie backen. Zumindest sind die schwächer als vorhin. Hier ist viel entspannter als auf dem Vorhall. Ja, Berggipfel. Das finde ich schön. Dann kann ich mich ja etwas entspannen. Nach der letzten Folge war es alles anstrengend. Warum kriegen wir eigentlich nirgendwo Hubeleber-Samen, die wären sehr nützlich. Die hätte ich sehr gern. Also, alles verfehlt. Ach, ich habe den Soundtrack schon damals geliebt. Oh, ein Meryl! Oder ist es ein Zu-Meryl? Ein Azuril! Ja, Azuril meinte ich. Nicht Maryl, Azuril. Das ist die Vorentwicklung. AKA das zum Teil Trans-Pokémon. Es kann ja, wenn es sich entwickelt zu Azuril, zu Maryl, kann sein Geschlecht einfach ändern. Weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber auf jeden Fall in mehreren Gens war das so. Aber war bestimmt nur ein Fehler. Ich glaube nicht, dass es ernst gemeint war. Wer weiß. Was macht ein Schnäppke hier? Also, es macht natürlich Sinn, aber was machst du hier, wenn hier wie diesem Pfad Visenios sind? Und da unten ist ein Pokémon. Ah. Ein Visenior. Pikachu, wo gehst du hin? Ich hab doch die Taktik wieder umgeändert. Ja, wie sieht dein Team? Was haben wir denn so schönes heute im Angebot? Eine Siedelbeere. Aber ich hab überhaupt Geld? Ich hab Geld. Schlafzweig würde ich mir holen. Ja. Ich hole mir Schlafzweig. Ja, den hole ich. Was ist das da unten? Oh, yes! Hole ich beides. Ja. Neiser, deiser, leiser. Dum, dum, blum, blum, dum, dum, blum. Ich sehe das Pokémon überhaupt nicht. Es ist da weit unten. Und es greift mich trotzdem von da an. Aber es macht nur Wasserattacken. Anscheinend gibt es unter anderem auch Wasser-Pokémon und nicht nur Schnee-Pokémon. Eine Warpfalle. Oh nein, nicht eine Warpfalle. Ich hasse Warpfallen. Die werden vor allem später im Spiel der größte Rotz. Sollte das, sage ich euch. So eine wollte nicht treten. Und das war's. Nice. Dann kommen wir hier raus. Was? Sind wir nicht von hier aufgebrochen? Der Weg verläuft offensichtlich in einem Kreis. Wir müssen wohl durch den Frostwald, wenn wir weiterkommen wollen. Wir schaffen das, Mike. Das werden wir tun. Let's go. Das machen wir heute noch. Yes. Und da gibt's wieder einen Boss. Es ist zwar eiskalt, aber das darf uns nicht abschrecken. Das stimmt. Hm, hm, hm.
dün, dün, dün. Bam, 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 bam. Dün, dün, dün. Bam, 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 bam. Wir schaffen das schon. Bam, 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 bam. Ich bin mir sicher, yeah. Bam, 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 bam. Egal, weiter durch. Bam, 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 bam. Easy durch, yeah. Bam, 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 bam. Nicht alle können Eisattacken, nice. Bam, 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 bam. Hier wird's chilliger, versteht ihr? Le, le, le. Oh, aua, ich hab nichts gesagt. Ja, kannst du machen. Auch wenn wir keine Items mehr haben, das war vielleicht nicht ganz so schlau, aber egal, wir müssen das trotzdem tun, denn es gibt keinen Ausweg. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, hier durchzukommen. Aber lange schon. Und, also es wird auf jeden Fall nicht kurz. Ne, 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 Pikachu, bitte hilf mir. Das tut alles weh hier. Oh, noch eine Siedelbeere. Okay, das hat sich gelohnt. Wir sollten hier lang. Ja. Nice. Aufbrechen. Nein. Ender. Meine Güte. E3. Oh, push, push. Nice. Push ist immer gut. Da kommt ein Pokémon auf uns zu. Doch, wir sind schneller und können weiterreisen. Ist egal, Pikachu. Ist egal. E4. Aber wie finden wir denn überhaupt das Mysterium? Wie lüften wir überhaupt das Mysterium? Wie finden wir denn heraus, was alles passiert ist? Hitzekoller und... Das Item war ein Ditto? LOL, das habe ich auch noch nie gehabt. Ist das neu? LOL. Das ist cool irgendwie. Pikachu, komm, hilf. Ja. Nice. Okay, komm. Obwohl, warte, da unten ist noch was. Da können wir schnell hin. Irgendein Orb. Das könnte was Nützliches sein. Das will ich mir noch schnell anschauen. Hau ab. Oh, wer? Pikachu. Nice. Level 19. Das ist gut. Wisst ihr was? Hier ist gerade ein Push. Deshalb gucken wir uns noch etwas weiter um. Was haben wir aufgesammelt? Lethargie-Orb. Wie bitte? Versetzt alle Gegner im selben Raum für eine Weile in den Schutzraum. Lethargie. Was ist das für ein Wort? Das Pokémon kann nicht handeln. Der Zustand wird nach einer... Ach. Dann kann er nichts machen. Das ist doch cool. Okay. Oh, hier ist noch ein Push. Okay, ich glaube, die Entwickler haben gesagt, ja, Feuerberg war zu anstrengend. Jetzt machen wir alles einfacher, jetzt wo man keine Items mehr hat. Weil ich werde nicht der Einzige sein, der keine Items mehr hier hat. In diesem Punkt. Deshalb ist das ja so gut. Oder, nee, ist nicht gut, aber ihr wisst, was ich meine. Glaube ich. Egal, wie auch immer. Das rüsten wir mal aus. Und... Hitzekoller, das kann niemand erlernen von uns, oder? Nee, das kann niemand erlernen. Wäre auch ein Wunder, würde es einer von uns erlernen können. Ja, aber das möchte ich aber nicht sagen. Und anscheinend gibt es hier nicht nur Eis-Pokémon, sondern auch hin und wieder mal so random Picks. Das ist gut. Ich habe mehr Motivation jetzt, nachdem ich den Feuerberg durch habe. So, Push. Dann kann Pikachu das Ding one-hitten. Oder auch nicht. Uwa, lass dich nicht von dem Charme treffen. Sonst bist du gleich noch verliebt in das Ding und dann greifst du es nur alle zwei oder drei Runden an. Das ist nicht so gut. Da unten sind ein paar Items, da will ich noch schnell hin. Ja, da gehe ich noch schnell hin zu den Items. Hi, was geht? Wir wissen, welche Items das sind. Oh, manches ist hier dunkel. Erholung! Das heißt, er ist komplett geheilt, aber... Bringt nichts, wir sind Level 23! Yes! Oh nein. Oh, ah, bam! Aber es ist doch Wasser-Pokémon. Müsste nicht Pflanze. Warum ist. Nee, ist es normal? Ist Azuril Wasser oder ist es erst eine Weiterentwicklung Wasser? Ich dachte eigentlich, es wäre schon in der ersten. Ja, okay, anscheinend nicht. Egal. Mach weiter. Ich brauche demnächst einen Apfel. Hm? Was passiert? Punkt, Punkt, Punkt. Jemand ist in den Wald eingedrungen. Ob das wohl die Ursache für das Abschwächen der Eiswinde ist? Dem muss Einhalt geboten werden. Es gilt, den Wald zu beschützen. Wer war das? E6, es geht weiter. Nur kurz eine Zwischensequenz. Weil, why not?
Du 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 du. Komm ab. Ey! Aber wir haben hier viel bessere Karten als vorhin noch im Berg. Und das macht mich gerade einfach glücklich. Dass ich jetzt nicht jede Runde gucken muss, dass ich die richtigen Attacken einsetze, sondern einfach chillen kann. Das finde ich auch besser, wenn man in diesem Spiel etwas chillen kann. So. So, E7. Da unten ist ein Item. Oh, Magneien! Oh Gott, das Vieh kann was. Deshalb erstmal Egelsam. Vor dem sollte ich Angst haben. Oh, Eiszahn. Das ist sehr effektiv, glaube ich. Das ist eine Eisattacke. Bam. Okay, es ist down. Super. Gehen wir nach rechts, würde ich sagen. Auch wenn da gerade Magneien auf mich zukommt. Bam. Eigentlich sollte Pikachu ja vorgehen, weil der ist ja stärker als ich. Aus irgendeinem Grund. Ach, deine Erholung kannst du sonst wo einsetzen, aber nicht hier. So. Was, hier ist nicht die Treppe? Hier oben, oder? Auch nicht. Dann muss sie aber hier sein. Also wenn die Treppe hier nicht ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Hey, was soll denn das hier werden? Bär! Dann muss Pikachu wohl nach vorne. Hey! Bam! Paralysiert! Und Elektroball! Oh, nice. Nein, es ist nur für eine Linkbox. Also, falls ich Pikachus wieder wegmachen möchte, diese Verlinkung mit den beiden Attacken, dann kann ich das jetzt auch machen. Aber erstmal lassen wir es. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Und kill ihn, kill ihn! Ich kill ihn. Crit. Gut gemacht. Eine hübsche Box haben wir dadurch bekommen. Ah, ganz ehrlich, wo ist denn das jetzt? Was? Ich bekomme langsam Hunger. Oh nein. Oh nein, wir sind überall schon gewesen, außer in diesem einen Raum, wo wir hin müssen. Ich werde sowas von verlieren. Wegen meinem Hunger. Ich werde sterben. Und ich habe meinen Tibeleber-Orb verschwendet, könnte man sagen. Aber passiert. Nicht jeder hat den eh, also. Ist ja auch eh nur ein Wunder-Postbriefchen, so. So, E8. Ja, ich weiß, mir wird schwindelig vor Hunger. Ja, und da Pikachu schon gegen das Vieh kämpft, werden wir wohl auch gegen das Vieh kämpfen müssen. Ist jetzt härtner ein, aber es bringt dir nichts. Achso, ich habe keine AP mehr. Habe ich nicht so ein AP-Ding dabei? Na, doch, eins habe ich. Wer soll es bekommen? Ich. Das heißt, Pikachu muss nach vorn. Ey, 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 was soll denn das? Eisenschweif! Wie sie sagen, bitte! Yes! Yes! Nice! Oh, da kommt ein Pokémon auf uns zu. Komm schon her! Bam! Brüller, okay. Nice. Und noch eine Linkbox, warum nicht? Weitergehen. E9. Oh, oh, mir ist schon ganz schwindelig, weil ich Hunger habe. Oh nein, ich werde sterben. Ja. Was ist das für ein Orb hier? Wir gucken, was das für ein Orb ist. Was war's? Allausweichorb. Was? Erhöht den Ausweichwert aller Mitstreiker stark. Der fällt halt an, solange sich die Pokémon auf der Ebene befinden. Nützlich bei Bosskämpfen? Okay, das kann man bei Bosskämpfen benutzen. Oh, jetzt kriege ich jede Runde Schaden. Weil ich Hunger habe. Ich kann aber nichts dagegen tun. Ich habe keinen Apfel. Ich habe keinen Apfel, du. Kann ich irgendwas anderes essen? Ich habe 2 Mini-Belebersamen. Wird es von einem Pokémon gegessen, attackiert es das Pokémon direkt vor sich mit einer Explosion durchbeilen und richtig.
geworfen werden, für die aber noch an Stärke. Ja, aber dann kriege ich doch keinen Hunger dazu, Essen dazu, wisst schon. Ja, ich werde mich wohl umbringen müssen mit dieser Samen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, du. Dann werde ich wohl einen Samen benutzen müssen. Belebersamen. Na. Na, muss ich jetzt machen. Mhm. Ach nein! Der Hunger bleibt dann immer noch. Okay, dann darf ich jetzt nicht mehr mit Bisesamen spielen. Oh verdammt, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das geht ja nur mit dem anderen wahrscheinlich. Mit dem normalen Belebersamen. Ach, hätte ich das früher gewusst. Ich habe darauf nie geachtet. Oh Mann, ist das jetzt ärgerlich. Egal, schnell durch, schnell durch. Jetzt muss ich halt mit Pikachu spielen, aber es ist mir eigentlich egal. Bisesamen, hör auf. Hör auf, Bisesamen. Hör auf. Komm her. Oh. Komm her. Bisesamen, du musst helfen. Dun, 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 dun. Du, du, du. Ja, danke. Zack, nice. Und da unten ist noch ein... Das ist etwas Geld, warum nicht, ne? Weiter. Oh, Save Point. Okay, können wir Pause machen. Okay, weiter. Machen wir weiter? Wir machen weiter. Wir machen das noch in dieser Folge zu Ende. Frostplateau. Jetzt sind wir im Frostplateau. Schatten, Frost, Wald. Heißt aber nicht, dass es einfacher wird. Dum, 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 dum. E-L-11. Normalerweise kommt diese Textboxen immer öfter, also alle drei Male. Alle drei Ebenen kommt eigentlich wieder so ein Text von dieser Person, die wir vorhin hatten. Ein Rihorn gibt es hier. Okay, da kann ich mich gar nicht erinnern. Ein Metang? Okay, daran kann ich mich vielleicht sogar erinnern. Ich kann mir vorstellen, dass es das hier gab. Bam! Bam! Ich bin sehr effektiv gegen Rihorn. Deshalb ist das kein Problem für mich als Bisasam. Ein Apfel, perfekt. Bam. Ja, Gift ist nicht so gut eigentlich. Empfinde ich zumindest nicht so ganz. Ich wollte eigentlich nicht nach unten, aber können wir gerne nach unten gehen. Müsste eh erstmal suchen, wo der Ausgang ist. Hi. Wie geht's? Bam, 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 bam. Nice, es ist down. Keks aufs Molde. Bam, das kriegst du auch von mir. Ich hoffe, du stirbst jetzt. Da, danke, Bro. Du, 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 du. Oh nein, das war ein Ditto. Sieht das nicht so lustig aus von der Seite? Was? Das verwandelt sich in mich. Oh nein, das kannst meine Attacken. Aber ich hab's genug gekillt. Okay. Was haben wir hier? Taubsamen. Können wir nicht mal Belebersamen bekommen irgendwo? Ich weiß, die sind selten so zu finden, aber es ist mir egal. Weg mit dir. Konfusionszweig. Interessant, interessant. Da unten. Egal, gehen wir weiter, gehen wir weiter. Sind wir angekommen? Oh, das ging schneller, als ich dachte. Aber der Ort sieht irgendwie anders aus als im Original. Also, etwas kleiner. Wir sind schon ziemlich lange unterwegs. Noch ein bisschen und wir haben es geschafft. Beißen wir die Zähne zusammen. Das stimmt. Huch? Hast du was gesagt, Mike? Ich war das nicht.
Seltsam, du warst das also nicht? Ich dachte, ich hätte eine Stimme gehört. Das war dann bloß Einbildung. Kehrt um. Ihr dürft hier nicht weiter. Sprich da! Es ist euch nicht gestattet zu passieren. Wenn ihr dennoch darauf besteht, müsst ihr die Konsequenzen tragen. Spürt meinen unbändigen Zorn! Warte mal, was? Ah, wie das blendet! Das Eis um uns herum reflektiert das Licht! Was passiert da? Wer ist denn das? Es ist Arctos! Ich bin Arctos, der Hüter des Eises. Mein Zorn vernichtet jeden, der es wagt, diesen Wald zu betreten. Lasst uns beginnen. Pikachu ist sehr gut gegen dich. Ist das nämlich Pikachu? Und wir sagen, du musst leider dort chillen, Mann. Tut mir leid, Mann, aber ich muss gucken, was ich mache. Bam, zweimal. Das ist gut. Okay, dürfen wir kurz ins Menü schauen? Ich möchte nämlich kurz Attackeneinstellungen. Pikachu? Ja. Können wir kurz schauen. Naja, man kann Attacken ein- und aussetzen. Wenn man hier den Haken wegmacht, dann wird er den. Ja gut, wenn man den. Dann wird er den nicht automatisch einsetzen. Eisenschweif ist stärker als das. Okay, da benutze ich jetzt Eisenschweif. Sobald das Ding nicht mehr paralysiert ist. Also wenn es noch. Also ich meine, wenn es paralysiert ist, dann brauche ich es ja nicht nochmal paralysieren. Dann mache ich einfach Eisenschweif. Heißt jetzt gerade, ist es noch paralysiert. Und jetzt Eisenschweif ein. Es flieht, es versucht zu fliehen. Es ist down. Jetzt gleich ist es down. Bam! Aber es läuft viel besser als Lavados. Und das hätte ich eh nicht erwartet. Normalerweise haben alle Angst vor Arctos und nicht vor Lavados. Aber das haben die hier wohl geändert. Habe ich nichts gegen. Lol. Nein, ich bin gestorben. Oder? Bin ich tot? Ein KP habe ich noch. Okay, komm, Donnerwelle. Und dann zweimal hintereinander. Kill es. Bam. Nein, nicht wenden. Treff an. Bam. Nice. Das ist nämlich fast down. Eisenschweif. Bam. Oh, 70. Schlammbart. Bam. Wir haben es geschafft. Dieser Blick. Bitte, Arctos. Wir müssen unbedingt weiter. Um jeden Preis. Bitte lass uns passieren. Nein, das kann ich nicht zulassen. Aber warum? Warum dürfen wir nicht weiter? Der eiskalte Wind, der durch diesen Wald weht. Er hat sich in letzter Zeit deutlich erwärmt. Erwärmt? Ist nur mir fürchterlich kalt hier? Der kalte Luftstrom des Waldes wurde gestört. Selbst der Schnee begann zu schmelzen. Schnee, der nie zuvor geschmolzen ist. Versteht ihr, was das bedeutet? Das ist noch nie geschehen. Nicht ein einziges Mal. Und plötzlich erscheint ihr hier in diesem Wald. Das ist kein Zufall. Dafür könnt nur ihr verantwortlich sein. Wir haben nichts damit zu tun. Das ist reiner Zufall, wirklich. Arctos, bitte. Es ist nicht unsere Schuld, dass der Schnee jetzt schmilzt. Das hier ist nämlich nicht der einzige Ort, wo die Natur in letzter Zeit verrückt spielt. Das Klima hier hätte sich auch verändert, wenn wir nicht hergekommen wären. Ich sehe schon, am Ende ist die Message, Klimawandel wichtig, Leute. Und das soll ich euch glauben? Doch nicht! Schluss mit diesem Unfug! Und diesem Unsinn, euer Ende ist gekommen! Halt! Absol! Absol! Die beiden sagen die Wahrheit. Die Natur ist in der Tat überall aus den Fugen geraten. Ist das wirklich wahr?
Leider ja. Wie es im Pokédex steht, kann ich spüren, wenn etwas mit der Natur nicht stimmt. Doch die Katastrophen in letzter Zeit sind anders als alles, was ich je erlebt habe. Also gibt es noch weitere Vorkommnisse dieser Art? Nun, gut. Ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Danke, Arctos. Ihr müsst verhindern, dass sich diese Katastrophen weiter ausbreiten. Ich zähle auf euch. Ein großes Ehrenwort, Arctos. Abs hat uns gerettet. Puh, das war mehr als knapp. Vielen Dank, du hast uns gerettet. Verschwende die kostbare Zeit nicht mit Danksaussagungen. Konzentriert euch lieber darauf, dem Unheil Einhalt zu gebieten. Gelingt uns dies nämlich nicht, wird noch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir mein Instinkt. Ich habe die Zerstörungskraft dieses Unheils mit jeder Faser meines Körpers gespürt. Meine Vorahnungen haben mich an diesen Ort geführt. Ich halte es für sinnvoll, dass wir von nun an gemeinsam weiterziehen. Warte, was? Ich werde mich euch anschließen. Was? Ist das dein Ernst? Ja. Um diesen Katastrophen ein Ende zu setzen, ist Kooperation unerlässlich. Ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. Vielen Dank, Absol. Du hast ja Zugang zum Camp Finsterkamm und... Absol ist deinem Team beigetreten. Wow, das Pokémon verfügt auch noch über das Talent AP Heilkraft. Boah, wie geil. Nice. Und wie es weitergeht, ihr kennt's. Schaut dann nächstes Mal wieder vorbei. Was eine spannende Story, habe ich nicht recht? Damit haben wir alle drei legendäre Vögel aus Gen 1 besiegt. Was kommt als nächstes?